Haben wir noch irgendwas Simples? Oder haben wir jetzt nur noch ekelhafte Scheiße? Chimäga-Satan. Mit Lille vielleicht. Ja, lass Lilith. Mega-Satan Lilith machen. Hast du kasachische Wurzeln? Nö. Ich bin super deutsch. Habt ihr Monkey D. Ruffy gesehen? Wo ist der Ruffy? Eben war er doch noch hier. Hör ab. Pyromaniac zum Start. Nice. Das wird ein bombiger Run. Mal gucken, ob wir damit irgendwas anfangen können. Mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Kann ich damit alles freisprengen? Ja, nice. Jetzt Dr. Fetus. Oder Epic Feet. Boah, Epic Feet. Habe ich überhaupt schon Epic Feet? Ich glaube, ich habe Epic Feet schon mal freigeschaltet, oder? Ja, wir machen jetzt Mega-Satan. Also, ich versuche Mega-Satan zu machen. Schwarze Kerze. Aber ich werde wahrscheinlich kein Geld dafür bekommen. Aha. Ja, ich hätte mich theoretisch schon mit der Bombe gerade heilen können. Ja, das stimmt. Ja. Einfach hier stehen bleiben, so. Okay, ich krieg sogar viele Bomben, stark. Kennst du Pavlo da oder Jim Kent? Habe ich gerade irgendeine Beleidigung gedroppt? Habe ich einen Dämon heraufbeschworen, wo ich das vorgelesen habe? Scheiße. Sprich, wir spielen auf Angel Deal, ne? Weil wir brauchen ja die Schlüssel. Gleich Polizei vor Tür. Scheiße. Ich glaube, da gab es mal eine Geschichte, ne? Wieso ich mit Lilith keinen Mega-Satan geschafft habe. Gab bestimmt irgendeine traurige Geschichte. Weil jetzt kann ich habe hier halt. Ich habe Lamp und Blue Baby gemacht, aber keinen Mega-Satan. Da muss ja irgendwas Trauriges passiert gewesen sein. Lucille, was geht ab? Ich glaube, du bist gestorben. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich gestorben bin, wie ich gestorben bin, ob es knapp war, ob ich irgendwie... ich könnte vielleicht die schwarze Kerze noch bekommen, Leute. Ob ich die Schlüssel nicht gefunden habe. Hier ist er, ne? Er hat Geld für mich. Miese Fliegen. Ja, Stachelraum gehe ich ungern rein. Der gibt mir kein Geld, aber ich habe trotzdem 15. Gehe ich halt ungern rein, weil ich habe schwarze Herzen, ne? Jetzt vielleicht noch mehr schwarze Herzen haben. Und ich will die so gut es geht verteidigen, weil ich weiß nicht, was wir für scheiß Items in diesem Run bekommen werden. Und ich muss ja irgendwie an Angel Deals rankommen. Und solange ich die verteidigen kann, habe ich ja eine gute Wahrscheinlichkeit auf Angel Deals. Hä? Okay. Keine Ahnung, wo der dann ist. Nee, ich mach keinen Lost. Ich muss erst mit dem Schild freischalten. Das dauert noch etwas.
Aber jetzt, wo ich den Lost freigeschaltet habe, müssen wir wohl demnächst, ein wenig Greed-Mode grinden. Was Lost macht, ist Lost. Du sagst es. Dieser miese Typ. Aber dann ist es so die Engel schon. Was? Wenn ich in den Stachelraum gehe? Wieso? Ach, du meinst in dem Sacrifice Room. Nee, dafür habe ich zu wenig Herzen. Wow. Dafür brauche ich ja, glaube ich, 11. 11 oder so oder 12 mal Schaden muss ich nehmen. Das ist ja viel zu viel. Wir versuchen das ganz auf normale, reguläre Art und Weise. Guillotine. Ja, juckt mich ja nicht, ne? Die Tränen kommen ja trotzdem aus meinem Boy raus. Isaac ist so kompliziert. Ja, es gibt halt sehr, sehr viele Regeln, ne? Aber die lernt man ja. Das ist ja auch das Geile an Isaac, weil es so kompliziert ist. Mit den ganzen weirden Regeln. Am Ende des Tages können aber die Regeln auch komplett alle egal sein. Wenn man das einfach nur aus Spaß ein bisschen spielt. Und nicht irgendwie grindet auf die 100% oder so. Ne Gamba, Marie, du sagst es. Wir brauchen eine Gamba. Unser Ziel ist Mega-Satan-Chat. 2 Minuten. Viel Spaß. Und viel Glück. Das werdet ihr nämlich brauchen. Ich habe beide deine Streams offen. Ich bin Mega-Viewer. Nee, gerade bist du nur Super-Viewer. Mega-Viewer bist du, wenn du auch noch in beiden Streams subscribest. Dann bist du Mega-Viewer. Wenn du hier subscribest, bist du Ultra-Viewer. Und dann kannst du nochmal zum Mega werden. Wenn du auch eine Mitgliedschaft auf YouTube hast. Ja, wenn du Tier 3 hier hast, dann bist du God-Viewer. Dann bist du God-Viewer. Ja, lass Boss machen. Ich habe auch Doppelköpfe. Das zählt als Begleiter. So, da dürfen wir jetzt nicht reingehen. Wir wollen ja auf Angel Deal spielen. Ich heb mal die Quote an, stark. Einfach spannender machen, die Gamba. Seht ihr, Chat, wie er an euch denkt? Er will es euch spannend machen. Nur für euch. Bad guess. Der YouTube-Stream ist 2 Sekunden in der Zukunft. Ach du Scheiße, noch vor mir? Der YouTube-Stream weiß schon, was ich gleich sagen werde, bevor ich es überhaupt sage? Ach du Scheiße. Das alles ist nur eine Simulation. Ah, oh Leute. Alter, Poppy hat eine Mitgliedschaft hinterlassen. Ah, ne, sie hat verschenkt. Hab vergessen, dass ich hier in Sub bin und bekam Panik, als ich sah, dass mir random von Google Geld abgezogen wird. Ich wusste nicht, was... Wofür? Das passiert dir öfters, oder, Ricky?
Irgendwie ja. Alle Abos kündigen. Boah, der Secret-Raum ist echt scheiße gerade, oder? Er könnte halt hier links sein. Er könnte aber auch oben sein. Ich habe keine Bombe mehr. Pandoras Box. Ich könnte theoretisch kaufen und direkt aufmachen. Aber lohnt würde sich das, glaube ich, erst in der übernächsten Ebene. Weiß jemand, was in der zweiten Ebene aus einer Pandoras Box rauskommen kann? Ist da irgendwas Interessantes drin? Lass mich mal kurz den Spaß scannen. Ja, hier steht es leider nicht. Ich wollte wohl Open Wiki. Da kann Bowsers fetter Cock drin sein. Die Wiki sagt 2 Soul Hearts. Nee, 2 Bombs und 2 Keys. In Burning Basement 2. 2 Bomben, 2 Keys. Das ist ein Schnapper, ne? Das ist ein Schnappele. Ist wie ein guter Sack. Wie ein guter Sack. Wie ein guter, saftiger Sack. So, es könnte jetzt auch hier sein. Könnte aber halt hier sein. Es ist viel zu viele Wahrscheinlichkeiten. Also ich müsste jetzt nochmal 2 Bomben verbrauchen. Also wenn es doof läuft, verbrauche ich jetzt 2 Bomben. Scheiß auf den Secret-Raum. Machst du mal Greed-Mode? Ja, bestimmt irgendwann mal. Ich drücke mich davor so ein bisschen noch. Aber muss ich ja jetzt langsam, wo ich jetzt The Lost freigeschaltet habe. Und ich habe Bock eigentlich auf ein paar Lost Runs. Ich habe aus Versehen mich verklickt, stark. Ich hätte Bock auf ein paar Lost Runs, aber dafür will ich halt... Ich will die halt nicht machen ohne den Shield. Und den Shield kann ich ja nur machen, wenn ich im Greed Mode irgendwie 600 Münzen spende oder so. Ich spiele keine Mods, ich bin auf der PlayStation unterwegs. Und Sekret, Alter, eine YouTube-Mitgliedschaft, dankeschön. Reingelaufen! Ah, da waren Stacheln, lol. Hab zu spät gesehen. Ich krieg einen Anfall wegen Doppelstream, ja, dann mach doch einen aus. Okay. Ja, waren auf jeden Fall sehr viele. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, ich habe 200 drin oder so. Dauert noch ein bisschen. Das kann noch etwas dauern, ja. Da müssen wir vielleicht 2, 3 Streams irgendwie die ganze Zeit Greed Mode ballern. Das wären hasserfüllte Streams. Oh. Die Haube ist mit Lilith stark, ne? Wenn sie halt Schaden bekommt, dann lädt sich ja ihr Item auf. Und das ist dann vielleicht bei Bosskämpfen eigentlich ganz geil, ne? Weil dann kann ich mehrmals die Box benutzen. Das wäre eigentlich ganz geil, aber 15 Münzen. Ich bräuchte noch 11 Stück irgendwo. Seit wann streamst du eigentlich auf YouTube und warum? Seit dieser Woche. Ich hab's schon mal gemacht einmal. So testweise. Mach doch erst den Raum, bevor du redest. Arschloch. Ich werde keinen Angel Deal bekommen, ne? Ich werde
Das wird ein trauriger Run, Leute, wo ich einfach nichts erreiche. Ich werde dann am Ende den Run schaffen, aber nichts erreichen. Okay, Worker ist nice. 37% ist noch machbar. Ja, aber sobald ich Damage bekomme, sind die 37% weg. Dann sind die weg. Ich habe schon mal probiert, einmal gemacht. Hab's aber doof gemacht, so wie es mir nicht gefallen hat. Und dann habe ich erstmal nicht mehr wieder gemacht. Ja, das waren die 37%. Und wollte ab dieser Woche versuchen, wieder neu anzugehen, YouTube-Streams. Es aktiver zu machen. Und gucken, was sich halt so entwickelt. Weil ich meine, why not, ne? Wenn man das ja mittlerweile auf Twitch darf und es nicht verboten ist, why not? Das Ding ist, ich habe auch nicht viele Herzen, um irgendwie im Sacrifice Room zu opfern. Um dort irgendwie an die... an die Schlüssel ranzukommen. Twitch ist meine Main-Plattform, ja. Also was heißt Main-Plattform? YouTube ist ja auch meine Main-Plattform. Aber für Stream, ja klar, hier. Stimmt, ich kann mich durch Bomben heilen. Heile ich mich ein ganzes Herz oder nur ein halbes? Wenn ich viele Bomben habe, können wir eigentlich auch ganz gut an den Schlüssel rankommen, ne? So gesehen. Ne, wir restarten hier gar nichts. Ich zieh durch! Tears Up ist stark. Warum hat eigentlich der YouTube-Stream die Priorität, den Stream 3 Sekunden früher anzuschauen? Keine Ahnung, Mann. Hat wohl eine bessere Latenz oder so? I don't know. Vielleicht liegt es auch einfach an dir. Ich benutze mal Karte. Ich spare meine Bomben. Nein, nicht kaputt machen! Haben wir einen Sacrifice Room? Okay, wir haben einen Sacrifice Room, Leute. Ich habe 4 Bomben. Und hier sind 2 Fässer. Weiß jemand, wie viel das heilt, eine Explosion? Halbe oder ganze? Halbe oder ganze Mark? Halbe nur. Das werden dann hier ein ganzes Herz. Durch die Bomben habe ich nochmal 2 Herzen. Das reicht nicht, ne? Wir haben noch ein paar Herzen rumliegen. Hier ist noch The Lovers. Könnt vielleicht hinhauen. Lovers kommen ja, glaube ich, 20, ne? 20. 2 Herzen raus. Dann haben wir schon mal 6 Herzen. Da ist 7. 8.
Weil dann kriege ich auch die Haube vielleicht. Weil wir da kriegen wir auch sehr viel Geld. Dann kriege ich 4. So, 5. Sechs. Da haben wir schon mal einen Engel. Ich habe keine Bomben. Ich habe alle Bomben verbraucht. Scheiße. Ja, Spectral Tears sind Fliegen, ist an sich nicht schlecht, ne? Boah, die dreht sich alles im Kreis! Okay, lol, was ist hier los? Vielleicht hier noch Herzen drin? Die Zunge brauchen wir nicht. Ganz, ganz früher war die Taube mal ein Shop-Item. Und voll OP dafür. Das stimmt eigentlich. Spectral und Fliegen. Im Shop für 15 Münzen. Das ist eigentlich schon voll stark. Nein, 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 nein. Moment, ich hätte mich heilen damit heilen können. Oh mein Gott, ich hätte mich damit heilen können. Dummkopf. Ich habe ein neues Baby bekommen. Weil ich genug Schaden bekommen habe. So, Nummer 1. Ich hätte mir vielleicht, nee, ist auch egal. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mir vielleicht die Bomben behalten sollen für den zweiten Kampf. Oh, ich hätte eigentlich gerne eine Aufladung, ne, für den krassen Engel gleich. Secret-Raum muss ich, ne? Oh, scheiße. Moment. Wir haben beim Boss noch. Das reicht nicht, oder? Hast du vor, alle Achievements in Isaac zu bekommen? Ja, das ist der Plan. Woche für Woche, bis ich alle Achievements habe. Nice, hier sind noch 2. Ich habe wieder Bomben, das stimmt. Ja, ja, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Und dann die zweite Datei. Ich glaube, ich brauche für die erste schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine zweite starte. Da brauche ich ja wirklich mein Leben lang dafür. Nice. Wir können uns die Haube holen. Die hole ich auch, bevor ich den Boss jetzt mache. Können wir uns auch die Batterie holen? Dann hätte ich auf jeden Fall einen Safety-Fight gegen den Engel. Ja, komm, wir holen die Batterie. Ich gönne die 15, für die 5 Münzen, komm. Dann haben wir einen Safety-Fight gegen den Engel.
Mit der Bombe getroffen, ihn und mich mit der Bombe geheilt. Guter Gamer bin ich einfach. So, wir haben's. Beide Schlüssel am Start. Wir können abhauen. Wenn du zweites startest, dann machst du es bestimmt clever. Erst alle guten Items, dann alle schweren Sachen. Nee. Habe ich ja hier auch anfangs so gemacht. Dass ich so eine Liste hatte, wo, welche Unlocks anfangs, oder was heißt anfangs, welche Unlocks halt stark sind, wo es sich lohnt zuerst zu machen. Aber im Endeffekt, ob man die als erstes macht oder erst im 10. Run oder so. Es dauert trotzdem halt super lange. Das war mein Angel Deal! Wozu der Schlüssel? Für Mega Satan. Unser Ziel in diesem Run. Boah, was ist denn hier los? Wir brauchen Dachbumm. Wir können nochmal sacrificen, wenn noch ein Sacrifice Room kommt. Nee, nicht einen zweiten Schlüssel, aber ich krieg ja dort Damage, wodurch ja ich dann einen weiteren Buddy bekomme. Und das kann ich auch einfach am Feuer machen, oder? Ich kann einfach mich in ein Feuer ranstellen und mich die ganze Zeit damagen, oder? Auch wenn wir kein Sacrifice Room finden. Weil wenn da schon so viele Herzen sind, sollte ich das hier ausnutzen? Für noch einen Begleiter, ne? Explosive Diarrhea! Mehr Begleiter, mehr gut! Schraube! Okay, da ist nur ein weißes Herz stark. Jetzt muss ich halt nur Feuer finden, ne? Oder ein Sacrifice Room, eins von beiden. Ah! Ich erschreck mich vor den Herzen, Alter. Ja, ich bin zweimal da, weil wohl der Kopf auch als Minion zählt. Und mein Spacebar-Item verdoppelt ja Minions. Deshalb, ja, hatte ich gerade zwei Köpfe. war das Ding gut, Leute? War das was Geiles? War das was Geilo Medico, Alter? Active items don't charge when clearing rooms. Instead, they are charged by dealing damage to enemies. Ist das gut mit ihr? Eigentlich schon, ja. Ist das viele Charts? Charts? Also ich krieg ja nicht einen ganzen Charge pro Kill, oder? Für Bosskämpfe gut. Wieso für Bosskämpfe? Ich krieg ja durch Kills. Und nicht durch Damage, oder? Ja, finden wir es heraus. Schauen wir mal, was das wird. Schauen wir mal! Schauen wir mal! Ah, durch Damage, nicht durch Kills, okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja, für Mega-Satan dann eigentlich stark, wenn es nur Damage ist. Aber wäre auch für Kills, wäre bei Mega-Satan trotzdem stark. Ja, das geht voll schnell hoch. Auch für Kills wäre es gut, weil bei Mega-Satan spawnen ja eh super viele Gegner.
krieg halt generell keine guten irgendwie Damage-Items oder so, ne? Es wird vielleicht wirklich darauf hinauslaufen, dass ich die ganze Zeit bei Mega Satan die Box spammen muss, ne? Und das darauf hinausläuft, dass mein Main Damage aus dieser Box kommt, dass ich sie mehrmals benutzen kann. Ich hätte halt gerne irgendwie einen größeren Puffer an Leben. Das wäre ganz nett. Weil auch wenn ich dann vielleicht viel Damage mache, weil ich dann die Box sehr oft einsetze, muss ich ja erstmal dahin kommen, dass ich sie mehrmals einsetzen kann. Ja, Blutbank benutzen wir gleich. Alles gut. Blutbank benutzen wir gleich. Ja, weil wir haben sonst nichts, ne? Lol, ich bin unsterblich, das geht auch so. Aber ich will ja eigentlich Damage bekommen, ne? Dein Skill carried dich. Ach so, mein Skill. Du kennst mein Skill. Wieso bin ich eigentlich so langsam? Wo ist eigentlich Standardgeschwindigkeit, ne? Hallo? Ich komme mir so langsam vor. Viel Geld da rauskommt. Schwarzes Herz. Ui. Bist ja nicht umsonst der langsamste Isaac-Streamer. Ja, das Ding ist, ich bin der langsamste, aber was ich nicht im Titel verraten habe, ich bin auch der schlechteste. Nein, 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 ich habe einen Dark Boom bekommen. Also Dark Boom ist gut, aber ich will noch den Automaten kaputt machen. Chat? Habe ich irgendein Secret Event getriggert? Oh, die Musik ist wieder da. Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir, Nego? Wie spät? Gleich 9. Erstmal Brötchen holen gehen. Im Shop war nichts mehr, ne? Und Maschinenmensch, was geht ab? Hi. Was war die Pille hier? Bad Gas. Oh, fuck, wollte ich nicht machen. Nimm das Sun mit. Ich geh mal kurz mein Geld weggeben, Leute. Das ist verwirrend mit dem Kopf, Mann. Ey, die Blue Candle! War, glaube ich, ein Scheiß-Item, ne? So Bock auf so ein geiles Brötchen mit geilen Körnern drauf, so Kürbiskerne oder so. Gibt's bei dir im Supermarkt keinen Bäcker? Also da, wo du arbeitest?
Blue Candle's nice. Hat die nicht einfach nur so blaues Feuer gespuckt? Gespuckt einfach. Ich habe alles in dieser Ebene bekommen, was ich wollte. War eine gute Ebene. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Umf. Aber den Umf brauchen wir vielleicht auch nicht. Ne, wegen der Batterie. Hauptsache, ich habe viel Leben. Oh. Das ist das Wichtigste. Mein Twitch-Stream ist ultra delayed. Ja, lad neu. F5. Ah. Stark. Ja, wow. Ist auch nicht bad, wenn ich meine Minions verdoppeln kann. Bei Mega-Satan. Dann ganz viele Minions spamme. Dann haben wir ganz viele fliegende Augen. Wäre vielleicht auch ganz nett. Ich weiß nicht, wie stark die sind, wie viel Damage die machen, aber why not, ne? Yes. Wow. Fliegende Augen, also ist das nicht ein Auge, das ist doch ein Auge. Was soll das sonst sein? Was ist das für dich? Eine Perle oder was? ...12,5 Damage die Sekunde. Stark. Ja, ne, ich bin wieder super schnell an Geld rangekommen und habe sogar jetzt noch das Store-Credit-Ding. Quasi ein Amazon-Gutschein. Ich hatte Geburtstag. Findest du Rebirth oder Afterbirth besser? Rebirth. Afterbirth ist auch gut. Afterbirth Plus war scheiße. Afterbirth plus Portable, Alter, stark. Die beste Version. Ja, man, jetzt noch BFF im Shop, das wäre richtig stark. Aber hier kommt wahrscheinlich gleich ein Bettler im Shop, oder? Und wir hatten schon heute einmal BFF in einem Run gehabt. Das heißt, ich habe jetzt BFF-Sperre. So funktioniert das doch, oder? Jau, reingelaufen, lol. Bin ich schon bei Muri? Nee. Junge, der Run ist wieder so langsam, ne? Werde ich meinen ersten Angel Deal endlich bekommen? Ja, ich denke mal, wobei ich mach den Dingens und dann haben wir Doppel-Reroll mit Piotr. Kommt da überhaupt noch Schlüssel, wenn ich ihn jetzt, obwohl ich schon einen Schlüssel habe? Ich hoffe. Weil ich kann ja rerollen. Ah, schade. Schade. Ja, dann rerollen wir nur das Ding. I guess. Oder war das was Geiles? Ich glaube, das war recht unspektakulär, das Item.
Weil Spritze ist jetzt auch nicht so spektakulär. Ich kann auch die Spritze theoretisch rerollen. Mitra. Grants a chance of converting any red heart pickups into soul hearts instead. Ja. Ja, brauchen wir nicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist ganz nett, wenn ich rote Herzen voll habe, aber ich habe ja schon Dark Boom. Und Dark Boom macht das ja auch schon quasi. Ja, Schild. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich traue, die Spritze mitzunehmen. Ich habe immer noch keinen Shop gefunden. Da waren noch Batterien im Raum. Wofür brauche ich Batterien? Jo. Spenden. Ich kann auch spenden. Ja, Schild ist ganz nett, aber ich hätte mir irgendwas Interessantes gewünscht. Das Shop-Item macht, dass ich zwei Zacki-Zacki-Räume pro Ebene habe. Ich bin Noob in Isaac. Achso, ich dachte, du wolltest mir irgendwie sagen, dass ich die jetzt für irgendwas Bestimmtes brauche. Du wolltest mir eine geheime Strat verraten, die du gerade planst. Ja. Ja, Bomben verbrauchen eigentlich. Scheiß auf die Secret-Räume. Bomben eigentlich behalten zum Heilen, ne? Ja, komm, Chat, was soll der Geiz? Wir nehmen mit. Damage up. HP up. Shot speed downs. Ja, eigentlich ganz gut. Hat sich gelohnt. Eigentlich nur geiles Zeug bekommen. Eigentlich nur geiles Zeug bekommen. War eine gute Spritze. Er macht die Zacki-Zacki-Räume auch besser. Was heißt dann besser? In dem Fall. Das wäre geil, wenn dann irgendwie so Gegner wegfallen, dass da keine Gegner mehr spawnen oder so. Aus den Kisten. Oder ab jetzt sind da immer Podest-Items drin. Aber das wäre dann zu stark. Das wäre viel zu stark. Adamus. Hey! Ich schaue gerade eine Doku über Geparden. Also du gönnst dir den Stream und eine Doku über Geparden. Und dann auch auf dem Handy noch ein paar TikToks schauen. Ah! Schade. Die volle Beschallerung. Ja, dieses Scheißposter brauche ich nicht mehr. Ah, der ist manchmal so gut. Ach so. Da romantisiert er einfach eine schlimme Krankheit. Ah, ich hab's zu spät gesehen. Junge, bitte. Zwei Duckbums, los, streitet euch. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so schlecht. Cool. Hey Leon, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Hast du das neue Emote? Welches neue Emote?
Wir waren noch nicht im Goldraum. Ja. Hey, wieso hast du den? Der ist doch super. Der ist doch nicht neu. Finde ich schrecklich. Hä, wo ist der schrecklich? Super. Wir schauen dich alle an. Ah! Guck weg! Ist das das, was ausgleicht? Ah, scheiße. Hätte ich nicht nehmen sollen. Jetzt sind meine Stats alle ausgeglichen. Wow. Wow. Run gelaufen, das war's. Gedodged. Auch wenn meine Stats gebalanced sind, kein Problem für den King. Junge, der Raum ist so voll. Wir gehen in die Chest, denke ich, ne? Junge, dieser Schutzschild um mich herum. Boah, Junge. Jetzt wird's gruselig. Den King auf langsam Spieler, genau. Das sieht so sick aus. Ja, und gleich, wenn wir bei Mega-Satan sind, dann wird's noch sicker aussehen. Weil da benutze ich das Ding ja richtig oft. Bestimmt so 10-mal. Er macht mich alles so fertig, was hier passiert. Miese Überforderung. Ich mein Leben lang. Shotspeed up! Ich habe meine Suncard irgendwo liegen gelassen, Leute. Autopilot ist wieder aktiv gewesen. Ich meine, Explosive Diarrhea ist ja quasi in dem Run jetzt auch eine Heilung, aber eine Suncard wäre halt eine Easy-Heilung. Na gut! Panik? Wieso bin ich eigentlich... Wieso bin ich eigentlich so stark? Ich habe 5 Damage, ich habe das Gefühl, irgendwie mache ich mehr. Aber Explosive Diarrhea macht Damage. Ja, aber ich bin ja, ich habe doch... Wow. Wow, the tower ist gut. Ich hab das hier. Ich heil mich damit. Pyromantic habe ich. Ach, du meinst Gegner Schaden am Gegner? Das juckt mich nicht. Ich mach genug gleich selber Schaden mit meinen 1000 Minions. Was ich brauche halt, ist halt Heilung. Oder was heißt Heilung? Irgendwie etwas, womit ich auf jeden Fall länger lebe. Weil das ist auch... Damage wird, sollte ich, denke ich mal, keine Probleme haben. Aber ja, ich muss halt überleben. Hallo nochmal!
Angelus! Ja, nehmen wir mit, oder? Weil ich da durch die Box das ganz oft verdopple und so, dann habe ich ganz viele von diesen kleinen Engeln. Und die sind eigentlich ganz cool, diese kleinen Engel. Dann rerollen wir das Booster Pack. Okay, jetzt spiel ab. Junge, wie lange waren wir hier im Stream schon eigentlich gar nicht mehr in der Chest? Ich habe das Gefühl, ich war schon seit... War ich überhaupt dieses Jahr einmal in der Chest? Ich glaube ja. Ich habe das Gefühl, ich war schon seit Monaten da nicht mehr drin. Ah! Junge, dieselbe Armee. Der ist schon fast nostalgisch, gleich da reinzugehen. Wenn ich dann bis dahin überlebe. Vor allem, ich werde ja ganz viele von diesen Aura-Babys haben, die dann gleich den ganzen Mega-Satan-Raum füllen werden. Ey, Arschloch! Dass ich dann durchgehend in dieser Aura stehen werde wahrscheinlich. Och man, die Kacke spawnt wieder, ich bin so dumm. Wir können for free in den Zacki-Zacki-Raum eigentlich. Ah, komm schon! Weiß doppelt! Vielleicht wird es auch weiterhin so bleiben, dass wir die Chest niemals sehen. Was, ein Lucky Penny? Nee. Kacke, einfach zu stark. Meiner! Ich glaube in dich. Einfach in mich reindenken. Glauben. Nein, Spider! Arschloch. Ich glaube in dir. Ich glaube auf dir. Health up, stark. Health up. Kinky. Da ist er. Junge, das war fürchterlich, wie viel Damage ich bekommen habe, ey. Isaac. Junge, ist das geil, ey. Ist das geil, ey. Ich glaube über dir. Ich glaube durch dich durch. Boah, war ich schon lange nicht mehr hier. Die Musik, hab sie vermisst. Ich glaube gar nicht. Doch, glaub. Ich schaff das. Das ist easy, der Run. Easy geschafft. Ich habe auch viele Schlüssel gleich für die Chest. Nice. Können wir schön die Chest abfarmen. Lecko, Schmecko, Items mitnehmen. Das Schild sich verdoppelt? Kann sein, aber das ist ja ineinander drin. Dann wird man es wahrscheinlich gar nicht sehen. Wobei, vielleicht aber dadurch der Effekt dann stärker. Du miese Ratte! Er klaut mir mein Herzen. Also es ist quasi, der Schild ist ja irgendwie das... Irgendwie 50% blockt das ja Tränen ab oder so.
Und wenn ich ja dann ganz, ganz viele Schilder ineinander habe, dann muss diese, die Träne, die ankommt, muss dann all diese Schilder einmal kurz quasi durchgehen. Und dann wird irgendein von diesen Schildern proggen. Genauso funktioniert das bestimmt. Ich war so lange nicht mehr hier, ich weiß nicht mehr, wer der Boss ist, Chat. Wer war der Boss? Ich weiß es gar nicht mehr. Der klappt ja alle meine Herzen, Mann. Isaac? Hä, aber Isaac spielt man doch. Oh mein Gott. Goku? Dann verliere ich ja. Das ist der stärkste Mann des Universums. Dritte Spritze? Nee, ist die zweite. Schade. Was haben wir hier? Tears up, nice. Ist halt ein All Stats up, ne? Ich hab ja... Ihr wisst schon. Libra. Würde Goku easy besiegen. Ja, okay, gut, du. Du bist aber auch eine scheiß Legende, Digga. Schade. Der ist halt das stärkste Wesen im Universum, aber du bist kein Wesen, du bist eine Astralbestie. Aaron, dankeschön für den Gifted Sub. Dankeschön. Meine, meine, meine! Diese diebischen Diebe. Oh, ich bin reingelaufen, lol. Endlich, da ist er. Mann, jetzt lass mich mal überraschen. Wer ist wohl da drin? Hä, das ist ja Isaac. Wieso kämpft man gegen spielbaren Charakter? Das ist sowas wie Shadow Link in Majora's Mask, Legend of Zelda. Du, die Armee. So. Da wären wir. Endlich. Das war ein langer Weg. Ui. Leute, Flaming Tears. Oh, hey, oh, ah! Was sind die Kisten? Was sind diese Kisten? Ich bin unsterblich! Das ist so rigged halt wirklich. Kurz Cheats aktiviert. Ja Leute, ich hab jetzt... meine Schüsse explodieren jetzt. Und Explosionen heilen mich. Und ich habe C-Section. Das ist ein ziemlich starkes Item. Hab ich mit dir schon Delirium? Leute, wir können auch Delirium machen. Das ist halt wirklich gerade der Gomme-Mode. Holy shit, gleich Leute, bei Mega-Satan, wenn ich noch das alles mit ganz vielen Dingens verbinde. Mit ganz vielen Minions. Boah. Der Bruder wird seinen Namen vergessen. Ich werde den Bruder einfach bekehren gleich.
Moment, ich heil mich nicht damit, Chat. Heile ich mich doch nicht damit? Doch. Doch. Das hat mir gerade Schaden gemacht. Hätte ich Pyromanic nicht, ne? Das wäre so eine Selbstmord-Kombo. Die Gegner, da waren keine Gegner. Ich stand vor einer Wand und habe einfach nur die Wand angegriffen. Oh, Junge. Deine Tiers gehen doch dir durch die Wand. Ja, aber sie sind doch trotzdem explodiert. Wieso sind die explodiert? Willst du etwa sagen, da stand ein kleiner Gegner, hat sich versteckt oder was? Die Musik in der Chest ist immer so laut, ne? Ja, Kamikaze ist auch nice, ja. Dann kann ich mich die ganze Zeit heilen. Aber die Box ist ja viel zu krass. Die jetzt wegzugeben, das ist viel zu krass. Ja, Boss braucht mir nicht töten, ne? Der gibt mir ja nichts. Kamikaze hatte nicht mal Aufladungen gehabt. Das konnte man durchgehend spammen. Ja, dann wäre ich ja wirklich unsterblich. Aber ich will das, die Box behalten. Auch wenn ich vielleicht dadurch unsterblich werde, ich will sehen, wie gleich Mega Satan gelöscht wird durch die 1000 Minions. Das wird viel zu lustig. Das will ich nicht aufgeben. Du wirst auch mit 5 Explosions Babys unsterblich. Das stimmt. Das alles explodiert und alles heilt mich. Hallo? Okay, let's go, Chat! Das wird jetzt funny. Ja, und ich habe quasi 29 Estus dabei. Das auch noch, ne? Und Explosive Diarrhea habe ich auch noch. Wir müssen jetzt hoffen und beten, dass ich ein Portal bekomme. Jo! Jo! Yo! Ja! Ja! Ich will die Welt brennen sehen! Stirb!
Oh, schön. Oh, Junge. Boah. Portal, 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 bitte Portal, bitte Portal. Bitte Portal. Der arme Junge. Der arme Junge da in der Ecke. Er stirbt irgendwie nicht. Bitte Portal, 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 bitte Portal. Der Run geht weiter. Nice. Big Baby. Wow, was ein cooler Unlock. Der Run geht weiter. Let's go. Wir holen uns noch Delirium. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht die ganze Ebene clearen, ne? Wenn er halt kommt, dann kommt er. Dann mache ich ihn. Wäsch den allen. Tja, ich werde jetzt nicht versuchen, so viele wie möglich Bosse mitzunehmen noch. I guess. Ja, Mann. Also, das ist ja nicht nur der erste glückliche Run. Der erste Run, den wir heute schon hatten, der war extrem glücklich. Und ich habe jetzt noch so einen krassen Run bekommen, der einfach lächerlich ist. Halt wirklich, die nächsten Wochen werde ich nur noch Pech in diesem Spiel haben. So wird der scheiß Leiter. Für 2024 Lack ist weg. Fertig. Ja. Hey, Yami. Holy shit. Noch ein Allstats ab? Und hey, machen wir so. Kriege ich hier mehr Aufladungen als bei Mega Satan? Ich glaube nicht. Der stirbt viel zu schnell. Boah, Junge. Bruh. Halbe Vampire Survivors auf einmal. Noch einer! Holy shit! Ich glaube, ich bin hier gerade der Endboss. Junge, dieser lange Schwanz und diese vielen Köpfe. Holy shit. Ja, das war doch geil, ne? Stark. Junge, wie viele das sind. Bruh. Das ist halt komplett lächerlich. Imagine, ich hätte noch irgendwie Triple Shot oder so gehabt, ne?
Bruh. Explosive Diarrhea. By the way, Isaac, that God Speedrun liegt bei 99%. Bei 99 Stunden, oh. Ja, lass mal. 99 Stunden ist aber echt wenig. Ja, das waren heute echt gute Runs, Leute. Ich habe heute nur gewonnen. Nur gewonnen heute. Oh, die schwarze Spritze. Wie viel haben wir schon? 309. Yeah, stark. Das waren echt gute Runs, Mann.